Jamal Musiala war bei dieser Weltmeisterschaft der Lichtblick der deutschen Mannschaft. Und das in einem Alter von 19 Jahren nur. Wie wird seine Karriere aussehen? Das finden wir heute heraus. Dafür spielt er natürlich bei Bayern München auf der 10. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or sind Neymar Jr., Mané, Messi und Karim Benzema. Und gewonnen hat Benzema. Hier im Hintergrund sehen wir noch das Team des Jahres. Am Ende der Saison konnte es Bayern schaffen, mit einem 4-Punkte-Vorsprung den Meistertitel zu holen. Dortmund ganz abgeschlagen unten auf dem 8. Im DFB-Pokal ist man dann im Viertelfinale leider gegen Leverkusen gescheitert und am Ende konnte Leipzig den DFB-Pokal gewinnen. In der Champions League sah es ähnlich aus. Dort war im Achtelfinale gegen Real Madrid Schluss und am Ende hat Real Madrid die Champions League sogar gewonnen. Musiala konnte dennoch eine gute Saison spielen, 10 Tore und 10 Vorlagen sind ihm gelungen und er ist hoch auf eine 86. Und natürlich bleibt Musiala auch für die zweite Saison weiterhin bei Bayern München. Hier im Hintergrund sehen wir noch das Team, an dem sich auch nicht wirklich was verändert hat. Und tatsächlich gehörte Jamal Musiala schon zu den Favoriten auf dem Ballon d'Or neben Vinicius Junior, Phil Foden und Dusan Vlahovic. Und am Ende konnte Vlahovic, der Teamkollege, gewinnen. Hier im Hintergrund sehen wir noch das Team des Jahres, tatsächlich sogar mit Jamal Musiala schon. Und auch in dieser Saison konnte Bayern München ein weiteres Mal den Titel verteidigen. Im DFB-Pokal sah es auch lange gut aus, dann ist man aber im Halbfinale gegen SC Freiburg gescheitert, die dann am Ende das Finale sogar gewinnen konnten. In der Champions League war leider wieder Frühschluss im Achtelfinale, um genau zu sein, und zwar gegen Liverpool diesmal. Und auch Liverpool konnte am Ende die Champions League gewinnen. Musiala konnte aber wieder überzeugen, 22 Tore, 9 Torvorlagen hat er erzielt und er ist schon hoch auf eine 92. Da sich Musiala auch weiterhin wohlfühlt in München, bleibt er ein weiteres Jahr bei Bayern natürlich. Hier im Hintergrund sehen wir nochmal das Team, aber an dem hat sich auch nichts geändert. Und auch in diesem Jahr gehörte Musiala zu den Favoriten auf dem Ballon d'Or neben Vlahovic, Joao Felix und Salah. Und tatsächlich hat es Musiala schon in der dritten Saison geschafft, den Ballon d'Or zu gewinnen. Natürlich ist er auch, wie wir sehen hier im Hintergrund, im Team des Jahres vorhanden. Am Ende der Saison hat es Bayern ein weiteres Mal geschafft, den Bundesliga-Titel zu verteidigen. Und diesmal war man auch endlich wieder im DFB-Pokal erfolgreich, und zwar mit einem 3-0-Sieg gegen Werder Bremen im Finale konnte man sich den DFB-Pokal sichern. Im Viertelfinale der Champions League scheiterte man leider gegen Leipzig und am Ende konnte Inter Mailand die Champions League gewinnen. Individuell konnte Musiala ein weiteres Mal absolut überzeugen, 28 Tore, 14 Torvorlagen diesmal und er ist hoch auf eine 95. Nach dem nationalen Double in der letzten Saison hat Musiala jetzt noch die Hoffnung, den Champions-League-Titel zu holen und dabei bleibt er natürlich weiterhin bei Bayern München. Hier im Hintergrund sehen wir noch das Team von Bayern, an dem sich nichts geändert hat. Und auch im vierten Jahr gehörte Musiala zu den Favoriten auf dem Ballon d'Or neben Vlahovic, Lautaro Martinez und Diogo Jota. Und Musiala konnte seinen Ballon d'Or-Titel verteidigen. Hier im Hintergrund sehen wir noch das Team des Jahres, natürlich Musiala wieder mit dabei. Und auch ein weiteres Mal konnte Bayern die Bundesliga gewinnen. Ob die Dominanz noch mal aufhören wird, das ist fraglich. Im DFB-Pokal sah es aber diesmal nicht so gut aus, dort ist man direkt rausgeflogen gegen Freiburg und am Ende konnte Union Berlin den DFB-Pokal gewinnen. In der Champions League sah es auch ein weiteres Mal nicht gut aus, im Achtelfinale war diesmal schon wieder Schluss und zwar gegen Rom. Und am Ende konnte Real Madrid die Champions League gewinnen. Musiala konnte wieder mal eine gute Saison abliefern, 19 Tore und 7 Torvorlagen sind auf sein Konto gegangen und er ist hoch auf eine 97. Da es mit Bayern international in der Champions League nicht lief, hat sich Musiala entschieden, zum amtierenden Champions League-Sieger Real Madrid zu wechseln. Hier im Hintergrund sehen wir das kranke Team von Real Madrid, mit dem der Champions League-Titel auf jeden Fall drin sein sollte. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or in diesem Jahr sind Vinicius Junior, Vlahovic, Rodrigo und Lautaro Martinez. Und am Ende konnte Vinicius Junior gewinnen. Hier im Hintergrund sehen wir noch das Team des Jahres, leider ohne Musiala. In der Liga gab es einen spannenden Titelkampf zwischen Real Madrid und Barcelona, aber am Ende konnte Real Madrid diesen für sich entscheiden mit einem Punktevorsprung. Und auch im spanischen Pokal war man erfolgreich, dort konnte man sich im Finale gegen Athletic Bilbao das nationale Double sichern. Es wurde aber auch noch besser und zwar konnte Real Madrid am Ende sogar die Champions League auch noch gewinnen. Der Wechsel von Musiala hat sich also absolut ausgezahlt mit dem Triple am Ende, aber auch individuell konnte er überzeugen und zwar mit 38 Toren und 8 Vorlagen. Selbstverständlich geht es auch in der sechsten Saison nach dem Triple für Musiala weiterhin bei Real Madrid weiter und hier im Hintergrund sehen wir noch das Team, an dem sich nichts geändert hat. Im sechsten Jahr gehörte Musiala dann wieder zu den Favoriten auf dem Ballon d'Or neben Rodrigo, Kai Havertz und Vinicius Junior. Und Musiala hat es geschafft, am Ende seinen dritten Ballon d'Or-Titel zu holen. Natürlich ist er auch im Team des Jahres, wie wir hier im Hintergrund sehen. Und auch in der Liga war man wieder erfolgreich, diesmal mit einem 10-Punkte-Vorsprung hat man deutlicher die Meisterschaft gewonnen. Im spanischen Pokal sah es aber dafür nicht so gut aus, dort ist man direkt rausgeflogen gegen Levante und am Ende konnte Real Betis Sevilla
den Pokal gewinnen. In der Champions League sah es sehr gut aus. Dort ist man bis ins Finale gekommen. Dann hat man aber leider knapp gegen Manchester City verloren. Jamal Musiala konnte ein weiteres Mal absolut überzeugen. 38 Tore, 11 Torvorlagen gehen auf sein Konto und er ist bereit für seine letzte Saison. Und es geht in die letzte Saison dieser Karrieresimulation von Jamal Musiala. Weiterhin bleibt er natürlich bei Real Madrid und das Team hat sich auch nicht wirklich verändert. Und auch in diesem Jahr gehörte Musiala wieder zu den Favoriten auf dem Ballon d'Or neben Rodrigo, Vinicius Junior und Phil. Und auch diesmal zum Abschluss konnte er ein weiteres Mal den Ballon d'Or Titel gewinnen. Natürlich ist er auch im Team des Jahres wieder vorhanden, wie ihr hier im Hintergrund seht. Und auch in seiner letzten Saison konnte er wieder mal die Liga gewinnen. Also das ist, glaube ich, absoluter Rekord. Im spanischen Pokal sah es auch sehr gut aus, aber dann im Finale ist man leider gegen Villarreal gescheitert. In der Champions League ist man diesmal im Viertelfinale gescheitert gegen Aston Villa, die dann im Finale aber leider gegen Paris Saint-Germain verloren haben. Lasst gerne ein Abo da, um weitere Spielerkarrieren in FIFA 23 nicht mehr zu verpassen und schreibt gerne in die Kommentare, welchen Spieler ihr als nächstes sehen wollt.